Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Yonder, The Cloudcatchers Chronicles, in einer neuen Aufnahmesession. Und in dieser finalen oder vielleicht vorletzten finalen, vorletzten finalen vor allem, das ergibt gar keinen Sinn, Aufnahmesession, werden wir den Rest des Kontinents hier fertig machen und werden dann zu neuen Ufern aufbrechen. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt in ein paar Folgen. Das wäre echt ein Träumchen. Und wir wollen hier mit den Kuh der Farbenfrohe reden. Das machen wir doch so gleich mal. Hallo. Gut gemacht. Du hast als Brauer die Künste der berufsbezogenen Gilde gemeistert. Brauer-Gildenmeister abgeschlossen. Yay. Nö, den will ich nicht anheuern. Geh weg. Unheimlich. Ja, das hätten wir geschafft. Dutzende neue Rezepte, die wir hier freischalten. Und wir müssen jetzt zu Düsternis, zu dieser, die wollten wir auch noch bekämpfen. Und dann müssen wir zum zu der Konstrukteur-Gilde reisen. Und nein, und das dann auch lösen. Aber erst einmal müssen wir hier raus aus dieser Schlucht. War das hier richtig? Ich hoffe doch. Erstmal wieder die Steuerung reinkriegen hier. Braune Shampoo. Der letzte Schrei für unseren kleinen Fridolin. Ich weiß auch nicht, ob wir das mit der Vogelscheuche hinkriegen werden, dass wir da die letzte Jahreszeit mehr oder weniger mitnehmen können. Also die letzten Jahreszeiten, das ist ja Mehrzahl. Ah, jetzt habe ich hier wundervolle Raketen. Wie mache ich das nochmal? Schieße ab. Ja, Feuerwerk. Das werden wir, ja. Ich hoffe, dass Akari. Das hoffe ich doch. Hallo, Eisbär, Hund, Lila, Ding. Keine Ahnung. Ach so, das war ja hier, Tierdeck Frostfuchs. Hatten wir doch schon. Hatten wir doch schon entdeckt. Aber diese Düsternis, die war doch hier irgendwie unterhalb. Und da kam man doch irgendwie nicht rein. Und alles doof und komisch hier. Was denn? Hier wäre eigentlich der Eingang. Eigentlich. Aber man kommt da nicht rein. Hallo? So, drehen kann man hier auch nichts. Gegenhauen oder so geht auch nicht. Oh. Drücke ich hier wieder wild die Tasten rum. Kann ich mich immer wieder nicht beherrschen. So. Hallo, hallo? Fridolin. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, mache ich, Sakari. So, unser Klosterschüler Fridolin wird jetzt erstmal weiterreisen. Ah, die Steinbrücke lassen wir mal außer Acht. Und wir reisen zum Berg der Konstrukteur-Gilde. Die Bäume sind voll schön, die wir hier gesetzt haben. Wo die Blüte nun aufgeht. So, ah, warte, Lehm. Lehm nehmen wir mit, denn wir wissen ja, Lehm ist eine wichtige Zutat für die ganzen Konstrukteurgeschichten. Kann es sein, dass es ein bisschen ruckelt? Oder wirkt das nur im Stream gerade so? Also bei mir, wenn ich meinen eigenen Stream gerade gucke. Wirkt ein bisschen hakelig. Lehm. Hier ruckelt nichts, das ist gut, Sakari. Wunderbar. Das freut mich. So, auf zu den Bergen. Wie war das nochmal mit dem Weg? Das war ja ein bisschen verworren hier.
Unser Fridolin sieht doch ganz hervorragend aus, noch immer. Absolut Wunderbärschi. Da wird geklopft. Hallo? Danke. Da hinten wird geklopft, da müssen wir noch hin. Wenn wir denn da hochkommen. Also klar, kommen wir schon. Waren ja schon mal dort, nur ob ich den Weg jetzt richtig gegangen bin. Ich hoffe doch. Ja, das stimmt. So. Gut gemacht, du hast als Konstrukteur die Künste der berufsbezogenen Gilde gemeistert. Yeah! Irre Fähigkeiten, Errungenschaft. Also ich bin ja kein Errungenschaften-Hunter oder so, aber... Nehme ich mal mit, ne? Ach so, hier, die war das. Nee, ich habe immer noch kein besonderes Geschenk. Lass mich in Ruhe. Ich suche Holzplatten. Wenn du sie mir bringst, werde ich dich belohnen. Vera Starkarm. Okay. Genau, sag Herr Ritter. Gut, dass du mir zustimmst. Ich bin absolut keine Errungenschaftenhunter. So, auch abgeschlossen. Kleine Baumpflanzenkiste-Rezept war das, oder? Was für Samen? Nö, hier, ciao. Ciao. Nein. Haben wir dich, gib nicht, wollen wir nicht. So, damit hätten wir das jetzt auch geschafft. Dann haben wir eigentlich nur eine Aufgabe übrig. Und zwar, dass wir die Fähre nehmen, um rüberzukommen auf unsere neue Insel. Die finale Insel. Eigenes Ziel, Steinbrücke, Steinbrücke, Holzbrücke, modische Vogelscheuche, Steinbrücke, Katzen. Ja. Dann machen wir es doch einfach so. Und reisen mal... Oh, ja, genau. Reisen mal dahin, indem wir hier rumgehen. Fröhliche Musik. Einladen zum Aufbrechen. Als wenn die Musik sagen würde, jetzt musst du losziehen, Fridolin. Ist es gerade klug, dass ich hier hochgehe? Eigentlich... Ja. Dinge, die ich tue und klug sind, na, Widerspruch in sich irgendwie. Hier könnten wir rein. Hallo? Wollen wir aber nicht? So. Einmal darunter. Niemals. Hui! Oh, das sieht gut aus. Also ich fand das gerade schön hier mit der Insel im Hintergrund und dem Runterspringen mit dem Fallschirm. Hallo, Alpaka, Dingens, Bummens. Yay, das ist unsere kleine Farm. Also es ging wirklich tief hinunter. Und nun? Ja, wenn wir diese Farm auch direkt wieder verlassen. Blub. Wir haben es ja gleich geschafft. Oh oh, Wasser, nicht gut. Nein, Fridolin, nicht ertrinken. Hä? Wo sind wir? Was passiert hier? Hä? Was? Warum? Ich habe gar nicht mal gerafft, was hier passiert. Aber okay. Jetzt aber. Komm schon. Ach, wunderbar. Komm hier, das nehmen wir nochmal mit. Zack. 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 So. Im Wasserfall ertrunken. Ja, das schafft auch nur Fridolin. Also... Wenn es einer schafft, dann unser Held. Genauso ein Held, wie ich es bin. Unglaublich. So. Hallo. Alle an Bord! Okay, ich werde nicht mal gefragt, ob ich will oder so. Direkt so alle Mann an Bord.
direkt ciao. Also, das war eine schnelle Reise. Heldenhaft eben, ja, das stimmt. So manche Heldentaten gucke ich mir auch ab bei anderen Helden. So, oh, das sieht aber schick aus. Ja, dann sind wir jetzt hier und müssen jetzt hier einfach mal schauen. Einfach mal schauen, wie hier wo was und überhaupt ist. Nein, das lassen wir mal aktiv. Hier rechts ist ein Fragezeichen, da gucken wir doch mal. Bäume setzen. Das können wir. Wenn wir das können, dann können wir das. Ich kann den Namen nicht aussprechen, dieser Pflanze. Auf jeden Fall eine Pflanze. Düsternis beseitigen. Ja, nehmen wir an. Ort. Pling, plong, ploing. Weg ist es. Dann gucken wir doch mal. Mhm. Aha. Okay. Ja. Ah. Ich dachte gerade schon, voll sinnvoll, diese Höhle. Aber ich habe nichts gesagt. Heute schon wieder meckern. Da ging der mahnende Finger hoch, aber dann war alles gut. So. Durch diesen schicken Tunnel. Und da... Hallo, Kätzchen. Na? Na, komm mal mit. Ich kümmere mich um dich, nicht so wie deine Rabenmutter da, die euch alle entkommen lassen hat. Ja, ganz viel Düsternis. Ja. Was, ich darf da nicht rein... ich wollte da eigentlich jetzt voll reinjumpen und... ja, aber Spiel sagt nein. Spiel sagt nein. Oh, das sieht nicht gut aus, das Bauwerk. Grüße, Geisterseher. Deine Reise haben dich sehr viel gelehrt. Aber es gibt noch viel mehr für dich zu lernen. Oh Gott, Stimmen nachmachen ist gerade schwierig. Wir stehen vor dem Wolkenfänger. Einst eine großartige Leistung unserer beiden Völker. Heute eine offene Wunde zwischen unseren Welten. Diese Wunder stehen zwischen dir und den Antworten, die du suchst. Und ist die Quelle der Düsternis. Durchsuche die Wüste, Geisterseher. Finde den alten Mann. Denn die Zeit ver... Was? Achso, den die Zeit vergessen hat. Er wird dir zeigen, was zu tun ist. Lebe wohl, Geisterseher. Du hast noch einen weiten Weg zu gehen. Reise ins alte Königreich. Mann, kann ich hier nicht irgendwo runterstürzen? Sonst stirbt Fridolin bei jedem kleinen Mist. Und jetzt auf einmal so, nö, geht nicht. Ah, Zakari, nein. Definitiv nein. Ah. Mann, Fridolin, stirb. Jetzt will ich der, aber ich kann nicht. Das ist doch voll Mobbing gerade. Wow, hier hat es ordentlich gescheppert. Hier liegt ja alles quer. Was ist das denn? Ihh. Okay. Karte. Ja, unser Weg hat uns, also unsere Reise hat uns jetzt weit gebracht. Diese Region leidet. Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht für eine Insel, die komplett von der Düsternis verschlungen ist und ein Tor zwischen beiden Welten bildet. Commander Rod, danke für dein Follow. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Die Kari. Fennikons können den Takt halten. Was sind Fennikons? Eine Gruppe Fennikons nennt man Blender. Eine Gruppe Fennikons nennt man... Oh, Regen, das wäre jetzt hier in Real Life so schön. Traumhaft wäre das. Aber leider
Dürre und es wird noch viel wärmer. So. Blümchen setzen. Und, also Blümchen nicht, sondern Bäumchen. Ja, jetzt wird das Wetter aber ungemütlich hier. Was haben wir denn hier? Düsternis. Was? Vier? Nur? Vier? Ernsthaft? Auf der Hauptinsel brauchst du voll viele und hier brauchst du nur vier? Da bin ich aber jetzt gerade empört. Ja. Da kannst ruhig hier mal donnern und so. Ich bin empört. Orange Shampoo. Klar. Must have hier irgendwo und nirgendwo. Erstmal, erste, was man macht, auf so einer fremden Insel oranges Shampoo finden. Was haben wir denn hier hinten? Zwei Fragezeichen. Was ist das denn für ein Baum? Der sieht ja creepy aus. Aber auch irgendwie cool. Hat was. Was, das sind Schmetterlinge? Ich dachte, fliegen da so viele Vögel rum. Ja, gut. So, Düsternis. Vier. Okay. Ah, guck mal, wer uns da anlächelt. Hier. Interagieren. Zeig mir, dass du es ernst meinst. Die heute gepflanzten Samen bringen ein besseres Morgen. Das waren seine Worte. Ja, ist ja gut. Pflanze fünf Bäume. Kehre zurück zum Stein der Weisheit. Okay. Ah, eine Truhe. Diese ekligen Maden oder was das da sind. Hä? Also, Zakari, beim besten Willen, wovon redest du? Hä? So. Wir suchen solche Stellen hier. Also, was wäre denn jetzt gewesen, hätte ich jetzt schon alle gesetzt? Okay, ich kann die Bäume doch abreißen, wieder neu pflanzen. Das könnte tatsächlich gehen. Zählt das dann auch dazu? Ist das nicht ein bisschen Fuschen? Ja, zwei fehlen noch. Ich Blindfisch, ich habe wahrscheinlich schon wieder irgendwo welche übersehen. Aber da vorne ist doch was. Zack. So. Da haben wir noch Bäumchen. Die können wir ja mal eben... Komm, machen wir mal den Fuscher-Move hier. Ich höre doch hier ein Kätzchen. Zack, Aufgabe erledigt. Heldenhaft. Wirklich ohne zu fuschen oder so. Komm mal mit, kleines Kätzchen. Ja, komm mal her. Fridolin kuschelt mit dir. Nimmt dich mit. Wird dich behüten. Dich zu deiner Rabenmutter zurückbringen. Ich will die alle behalten, die ganzen Kätzchen. Oh. Mein Schatz. Also, der hier. Das meine ich hier. Maden zerquetschen. Die sind voll eklig. Warum sind die hier? Man kann nie genug Katzen haben, das stimmt. Also, im Spiel jetzt. Also... Ich glaube, im Wheel wäre das bei einer gewissen Anzahl dann doch ein bisschen schwierig. Der Pfad ist offen. Ja, Weisensteine Errungenschaft. Also, ich mache natürlich keine Errungenschaften und achte da ja gar nicht so drauf. Dupdidu, dupdidu. Aber wir haben jetzt kaum noch Samen am Start. Ja, gar keine am Start. Wow. Das ist ja natürlich jetzt nicht mehr so
Super. Zack, mitgenommen. Und hier ist Dingens, Bobbins, und ich kann nichts machen. Wegpunkt setzen, genau, zack, machen wir mal. Müssen wir uns mal merken. Leder. Na super, das ist ja das nächste Dingens. Und ein Kätzchen. Kann ich hier direkt das nächste setzen? Zack. Furchtbar. Gut, da müssen wir hin. Aber was uns dieser Herr zu sagen hat, das erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge von Yonder. Kleiner gemeiner Cliffhanger. In 2 Tagen geht es weiter. Wir sind erstmal für diese Folge raus. Ich sag bis dahin erstmal Tschüss.